Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Roundtable War 2 mit den Seleukiden. Und genau, und noch frohes neues Jahr und ja, ganz, ganz verspätet. Ja, frohe Weihnachten. Ich hoffe, die Feiertage waren wunderschön für euch. Ihr konntet euch erholen, mal ausruhen. Ja. Einfach was für euch tun. Genau, tut mir mega leid, dass ich so lange jetzt nicht mehr aufgenommen habe und nichts hochgeladen habe. Aber ich bin ja selbstständig. Und Alter, wie das aussieht, ne? Bin selbstständig und ja, dieses Jahr fing schon und letztes Jahr halt auch. War voller Arbeit. Und dieses Jahr fing sehr, sehr gut an mit. Ja, gleich am ersten wieder in die Werkstatt. Zu der Zeit, also heute ist der 15., wenn ich das aufnehme, zu dieser Zeit ist halt meine Auftragsgeberin mit einem Kollegen auf der Messe. Und genau, zum Glück ist er der Kollege von ihr. Zum Glück ist er eingesprungen für mich, sonst wäre ich jetzt auch wieder auf der Messe und könnte wieder nicht aufnehmen. Und da habe ich gesagt, so ja, komm, ja, die Streams und YouTube habe ich hier die ganze Zeit jetzt schleifen lassen. Und vor allen Dingen bei den Streams ist es halt blöd, weil das gibt ja auch im Gegensatz zu YouTube halt Geld. Und dementsprechend, ja, ist halt auch ziemlich schwer, wenn man da ein bisschen, ein paar Tage irgendwie jetzt nichts hoch oder ein paar Wochen bis ein paar Monate quasi nichts macht, dann ist man quasi wieder am Anfang und das ist ziemlich difficult, vor allen Dingen, weil, also bei YouTube jetzt, weil es halt kein Geld abschmeißt. Und genau, ich bin immer noch nicht zu dem Video gekommen, was ich machen wollte über Sparta. Ja, an sich, das Skript ist schon fertig. An sich zusammengeschnitten ist es auch, es ist nur viel zu lange und das jetzt zu kürzen, ich will es eigentlich nicht über 10 Minuten machen. Aber 10 Mythen mit Einleitung und Outro quasi innerhalb von 10 Minuten zu machen, ist halt, ja, wahrscheinlich wären es 11 oder 12 Minuten. Aber das dann so weit zu kürzen, ist echt krass. Also zum Vergleich für euch, ich habe meinen Text eingesprochen, das war glaube ich zwei Stunden oder so. Aber genau, ich habe oft wiederholt und habe halt die beste Spur dann genommen, bla bla bla. Kennt ihr ja vielleicht. Genau, dementsprechend wird das noch ein bisschen dauern und das nervt total, weil letzten Mai kam mir die Idee und dann habe ich halt recherchiert bis Juli, glaube ich, und dann habe ich angefangen zusammenzuschreiben und so weiter. Aber ja, Arbeit ist halt immer Prio oder beziehungsweise das, was Geld gibt, ist halt Prio. Und genau, dementsprechend kam das Schnibbeln hinterher. Oder gar nicht. Gut, und ich habe gerade wieder Sparta aufgenommen und das ist so lustig, weil da bin ich gerade ja hier die letzten Länder, hier Britannia und hier dann noch die da halt. Beziehungsweise das meiste hier ist halt verbindet. Genau, und jetzt schaue ich hier rein und Feind. Und ja, ich habe lange nicht mehr hier reingeschaut, weil es einfach anstrengend ist. Wobei man sagen muss, ich habe ja die das hier angefangen, ohne zu wissen, ob das überhaupt funktionieren kann. Und vor allen Dingen ja die Seleukiden, das ist so ein Volk, was eigentlich von Anfang an sehr gepiesackt wird, gemobbt wird von allen.
Und dementsprechend, ja, ist das Land halt auch sehr, sehr schwer. Vor allen Dingen, wenn man nicht die wunderschönen, wunderbaren Silber, nee, Leinenpanzer, Schwertkämpfer und Pikiniere benutzen darf. Weil die mähen einfach alles nieder. Also selbst die Pikiniere von den Spartanern sehen da dagegen mau aus. So. Apropos Seleukiden gegen Spartaner, vielleicht kommen Jake und ich auch irgendwann wieder dazu aufzunehmen. Das wäre mega cool. Ja, das Problem ist halt einfach, wenn beide aufnehmen, beide arbeiten. Und er hat halt auch ja, Schichtarbeit. Also meistens hat er halt Spätschicht und dann kann man auch nicht aufnehmen und ach, alles schwer. Okay, gut. Also, wir haben ein Problem, wie ihr seht. Das war ja mal, ups, das war ja mal ganz cool. Also, beziehungsweise wir haben es ja schon mal geschafft, bis hier runterzukommen. Und ja, Antiochia haben wir, glaube ich, auch mal verloren. Aber die Feinde waren dann auch teilweise weg. Alter, schaut euch das an. Waren teilweise weg, aber. Seid gegrüßt! Sprecht gerade heraus! Und ein Mann wird. Ja. Rom will mit uns nicht handeln, Wir ne? sind euch wie immer ein guter Gastgeber. In eurem Vorhaben ist die gerissen. Handel. Ja, Handel, nö. Ja, kann ich verstehen. Okay, also der plündert. Wir bekommen wieder kaum Geld. Ja. Und wir haben wieder kein Essen. Ach, das ist alles so doof. Okay, hier ein bisschen Essen klauen. Können wir nicht mal. Ach, die leben eh nicht lange genug. Da können wir schon mal ein bisschen pushen. Was auch sehr interessant war, war, weil Ägypten ist hier ja so ultra riesig. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Ach, jetzt plündert er auch noch. Alter, und die ganzen. Alter, ich muss mal dann zählen, wie viele Agenten hier sind. Alter. Ich müsste mal Völkerzählung machen. Und dann sind die Agenten irgendwie so 20% davon. Okay. Das ist sehr cool von ihm, dass er angreift. Hat er allein hier rum 1, nee, nee, doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allein 10, allein in diesen Ausschnitt sind 10, sind 10 Agenten. Rom, wie viele Agenten wollen wir? Ja. So. Gut. Wir haben auf jeden Fall auch sowas. Das ist Herz allerliebst. Stimmt, aber die kommen ja nicht hier rein. Gut. Warte, wir stellen erstmal auf. Komm schon. Wir Gefecht starten, nein. Okay, das ist ein Problem, dass die so
so tot sind, ein echt großes Problem. Dann mache ich das folgendermaßen. Sonst leuchte die schon mal hier aus. Hier. So. Die kommen hier hin. Wie viele Kavallerie hat er? Also hier sind Fernkampf-Kavallerie, hier auch. Okay. Die da kommen hier raus. Der da kommt hier hin. Die kommen hier hin. So. Hier haben wir noch die Bälle, aber die bringen mir nichts. Die bringen mir nichts. Ja. Jetzt mal muss ich wieder voll umprogrammieren quasi, weil hier geht es ja wirklich darum, sehr schnell einzugreifen. Die da tue ich mal wieder zurück. Und als sehr viel Micromanagement und sowas. Ja. Das ist halt sowas, was man bei Sparta jetzt überhaupt nicht braucht. Also, oder sehr selten. Ach, der mit seinen Brandpfeilen hier. Ernsthaft? Das war jetzt sehr, sehr, sehr negativ. Oh, ich habe noch einen Elefanten. Wow, Tobi, wow. Okay, du kommst dann dahin, du kommst dahin. Ihr geht mal hier hin. Ihr geht mal dahin. So. So, ihr greift hier an. So, hier weg da. So, Katafrakte. Chargen hier rein. Elefanten von vorne. Ja, bam. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. So, dann wieder raus. Der macht jetzt hier Schmarrn, ne? Okay. Okay, hier die da müssen jetzt mal hier sich um. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Was macht ihr denn? Also du
kümmerst dich hierum. Du kümmerst dich darum. Du kümmerst dich darum. Du kümmerst dich hierum. Und voller Kanne. Und ihr kümmert euch darum. So, und du kommst jetzt auch hier hin. Du kommst dahin. Seid ihr mal fertig? Du machst mal den hier. Elefant? Wieso kommst du nicht raus? Habe ich dir eigentlich gesagt, ne? Und wieso greifst du hier an? Ihr sollt schießen, nicht dumm hier irgendwas machen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Oh. Gut. Und ihr kommt dann... Ach komm. Überrennt die einfach. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Was ist der routet seit einer halben Stunde? Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Alter, was ist mit dem? Manchmal nervt. Peak. Ich bin mal am Schluss gespannt, wie viel Eigenbeschuss ich hatte durch diesen einen Elefanten. Das wird sehr, sehr viel sein. Das wird sehr, sehr, sehr viel sein. Manchmal ist die KI echt gemein. Es gibt keinen Grund für den. Ach schau, jetzt habe ich gewonnen und jetzt ist er wieder normal. Ja, ja. Alter. Diese KI, ne? Nur weil ich auf schwer spiele. Also an sich, wenn der die ganze Zeit von Brandpfeilen beschossen werden würde, okay. Das ist logisch, dass er dann so ausrastet. Aber ich habe ja, also sämtliche Fernkämpfer waren ja dann hier draußen. Die habe ich ja dann platt gemacht. Ey. Bei sowas kommt mir dann immer so, ja, macht's mir halt schwer. Okay, also, Verluste 500, er hat 300 gekillt. Okay, sagen wir mal, 20 haben die Fernkämpfer platt gemacht, wenn sie richtig schlecht geschossen haben. Und 200 haben dann die Elefanten zerdrückt. Ja. Und dafür bekommt er... Ja. Mhm. Du hast genauso viele getötet wie der, nur halt eigene Leute. Was für ein Arsch. Okay. Ich brauche das Geld. Hm.
Na, noch eine Armee. Sabotiert. Ein feindlicher Spion hat wichtige militärische Informationen. Zu euren Ländern und militärische Angelegenheiten erhalten. Das ist sowas von egal, weil mein ganzes Reich ist offen. Mein ganzes Reich ist halt für die offen. Baubericht, Quartiermeister, Umsturzversuch. Beides Mal schlug fehl, das ist gut. Entdeckt, entdeckt, entdeckt. So, also 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den lasse ich nicht mehr. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Agenten, die ich sehe. Können noch mehr sein. Weil ich muss ja nicht alle Spione und Agenten sehen. Eieieiei. Vor allem, wenn man sich anschaut. 16 Agenten auf so einen kleinen Flecken Erde, ne? Na gut. Die haben ja sonst nichts zu tun, offensichtlich. Okay. Also, hier haben wir eine neue Armee bekommen. So. Seit wann bist du abtrünnig? Geil. Macht Kinder. Fünf auf Kinder hat er schon. Kannst du noch irgendwas mit Kindern? Wenn ihr jetzt keine Kinder macht, ne, dann ist mein mein Baum tot, ne? Mein Lebensbaum. Das ist zu teuer. Wobei, nee. Das ist gerade kostenlos. Das kostet jetzt 500. Aber wieso musst du jetzt abtrünnig werden, du Popo? Perfekte Beleidigung. Okay, was du bist auch. Dieses Einbunkern ist halt ja gegen eine Kavallerie-Armee richtig gut, leider. Petra. 160. 365 von 600. Beginiere. Ja. Ich weiß halt nicht, wie hier die Stadt aussieht. Also wenn das die gleiche ist wie hier oben, dann könnte ich es schaffen. Wenn er weiterhin so dumm ist. Wieso kann der fliehen? Nein, ich wollte es automatisch machen. Aber egal. Okay. Dann kann ich die komplett vernichten. Alter, also in die Wüste will ich eigentlich echt nicht. Sieht echt nicht so geil aus.
Es nähert sich feindliche Unterstützung. Natürlich geht er da. Ja, so, okay. Alles klar. Okay. Das sind königliche Katafakte. Unser General wird angegriffen. So. Ihr seid hier, ihr seid da, ihr geht dahin, ihr geht dahin, ihr chargt weiter. Elefanten bereit. Dahin, hier dahin. Dahin. Alter, wie doof ist das denn? Der feindliche General ist tot. Das ist das Wichtigste. Beide Generale tot. Verluste 78. Könnte jetzt schief gehen.
Das könnte jetzt schief gehen. Das war ein bisschen zu weit, glaube ich, raus. Der muss noch weiter heilen. Der plündert auch. Wieso hat er sich eingebunkert? Okay, aber den Rest werden wir dann in der nächsten Folge schauen. Ja, also die da werde ich wahrscheinlich verlieren. Die da werde ich verteidigen können. Wobei, warte mal. Ich muss das Geld jetzt. Ja, wobei, nee. Nee, Bürgerkavallerie, das ist Geldverschwendung. Ja, das ist der blöde General. Vier Runden. Okay, zwei Runden noch. Und dann ja, vielleicht auch ja schon nächste Runde, dass ich die da angreife. Das würde ja gehen mit dem, ja, mit drei Elefanten. Den da dann töten. Ah, das geht schon. Weil, wie alt ist denn der? 53, ja, der könnte noch alt werden. Gut, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und nochmal sorry, dass es so eine lange Pause gab. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bye!